Guten Morgen. Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Und 20 Minuten in etwa. Als Susan Neyman fragte, etwas zu Erinnerungskultur, gehijackter Erinnerungskultur von rechts zu sagen, schoss mir ein Gedanke durch den Kopf und um den wird es im Wesentlichen gehen, nämlich das Nicht-Bemerken, das fast unsichtbar machen einer Radikalisierung von rechts, die sich seit den 2000er Jahren in den Gedenkstätten, auch in den Gedenkstätten wie Buchenwald, greifen ließ und die man etwas flapsig auf die Linie bringen könnte: Holocaust verleugnen war gestern, sich zum Holocaust bekennen ist die Tendenz. Das hat etwas, und dazu wird es ja einen weiteren Vortrag geben, das hat etwas aus der Erfahrungsperspektive der Gedenkstätten natürlich mit der Wiederkehr des Rechtspopulismus, der Rehabilitierung der politischen Gifte der Zwischenkriegszeit, also des völkisch-ethno-nationalistischen Inklusions- und Exklusionsdenkens und Handelns zu tun. Das hat etwas mit der AfD zu tun, also mit gesellschaftlichen Veränderungen. Die Ausblendung und das Problem, wie man es lösen könnte, hat aber auch etwas damit zu tun, mit einem sehr naiven Erinnerungsbegriff, den man als Zauberwort beschreiben kann. Ich will drei Punkte vorausschicken für die deutsche Situation. Die Spezifik, was man die Spezifik des deutschen der bundesrepublikanischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus nach 1945 bestand eigentlich in der allmählichen Entwicklung einer Form des historischen Erinnerns, die mit Geschichte brach, die nicht auf Tradierung von Geschichte setzte, sondern die brach mit einer Geschichte, die nicht hätte geschehen dürfen, wie Hannah Arendt das mal genannt hat. Ich habe das, und ich lasse es so verkürzt dann auch stehen, negatives Gedächtnis genannt, negativ dem Inhalt nach, nicht den Zielen, nämlich auch zu erinnern, nicht mehr wie das traditionelle Gedächtnis, sich daran zu erinnern, an nationale Größe, an vorbildliche Taten, an Helden oder an erlittenes Leid erinnern, auch als Verstetigung von Freund- und Feindbildern, sondern Erinnerung im Gedächtnis behalten, angetanes Leid, anderen zugefügtes Leid, Verbrechen erinnern, also Geschichte im Gedächtnis behalten, die nicht hätte geschehen dürfen. Das ist ein Ausgangspunkt, dass es überhaupt zu einer solchen Formbildung von Gedächtnis gekommen ist, ist nicht sozusagen intrinsischer Motivation zunächst zu verdanken, sondern die Voraussetzungen sind die totale Niederlage 1945, die Kriegsverbrecherprozesse, der alliierte Druck, sich vom NS abzugrenzen, aber auch der Kalte Krieg, die Westbindung und so weiter. Worum es mir jetzt geht, sind zwei Verschiebungen in engerer Sicht. Man könnte sagen, eine Verschiebung von kritischer geschichtlicher Selbstreflexion, von einem sehr genauen, empirisch konkreten Beobachten, wie viel Nationalsozialismus ist noch in der Gegenwart, in Form von personalen Kontinuitäten, von Gesetzen, die bestehen, von Mentalitäten, also strukturell und personell, wie viel ist noch in der Gegenwart und was ist überwunden, auch an gesellschaftlichen Strukturen, die Faschismus produzieren. Das ist kritische historische Selbstreflexion oder auch mal Aufarbeitung genannt. Das hat sich verschoben mit der Wiedervereinigung und forciert ab 2000.
hin zu einer eher affirmativ ausgerichteten, selbstzufriedenen Form der Gedächtnisbildung, die stärker die Abständigkeit, die Ferne des Nationalsozialismus und das Anderssein der Gegenwart betont und weniger diese Verhältnisse, die ich eben beschrieben habe, das, was das Ganze verbindet. Man könnte das auch beschreiben als eine Verschiebung hin von willentlicher Selbstbeunruhigung, von einem kritischen sich Aufschrecken an historischer Erfahrung, tatsächlich hin zu Selbstzufriedenheit und zu dem, dass das Ganze hinter einem liegt. Mit dieser Verschiebung verbunden ist Erinnerung als Zauberwort, dieses seltsame Zauberwort Erinnerung, die auch im politischen Raum ganz einfach mittlerweile als Königsweg zu Demokratie und Menschenrechtserziehung erscheint. Erinnern, dass dieses Zauberwort Erinnerung ist, das kann ich jetzt historisch nicht im Einzelnen seit 1945 ausführen, es ist eine seltsame Verschneidung verschiedenster Semantiken. Es steckt darin natürlich die forensisch-juristische der Anfangszeit, dieses wirklich genaue, was hingucken, was ist da geschehen. Es steckt darin aber auch sozusagen eine banalisierte psychoanalytische Dimension, Erinnern gegen Vergessen, Erinnern als Erlösung, Erinnern als sozusagen ein kathartisches Freiwerden. Es steckt darin eine massive Sakralisierung, insbesondere auch der Zeitzeugen. Es ist sozusagen eine Verschiebung im Blick auf die Überlebenden als Zeugen der Anklage, als forensische Zeugen, als wirkliche Zeugen, wie sie etwa noch zu hören sind in den lebensgeschichtlichen 1946 aufgezeichneten Interviews von Boder, hin zu sakralisierten Zeitzeugen als Moral Voices und Überlebende, mit denen man sich dann identifiziert. Erinnerung als identitätsbildende Identifikation ist das eine. Mir geht es, und so haben wir immer Gedenkstättenarbeit verstanden, mir geht es eher um das Wachhalten der ersten Dimension der kritischen historischen Selbstreflexion, der Arbeit an kritischem Geschichtsbewusstsein. Mit dieser Entstehung dieses erlösenden Zauberwortes Erinnerung verbunden ist, und das spielt für dieses wenig Bemerken der Radikalisierung hin zum Bekennen eine, glaube ich, deutliche Rolle. Mit dieser sozusagen, mit diesem Zauberwort Erinnerung verbunden ist das Übersehen, dass historisches Erinnern immer ambivalent ist und dass es massiv aggressive Nachtseiten haben kann. Historisches Erinnern hatte eigentlich wenig mit Aufarbeitung von Verbrechen zu tun, bis 1945, bis zu diesem Bruch, sondern es hatte eigentlich damit zu tun, eben nicht nur nationale Größe zu behaupten und positive Taten im Gedächtnis vorbildhaft zu behalten, angeblich positive, sondern es hatte eben auch die Funktion, Herrschaft zu legitimieren, Gebietsansprüche zu legitimieren, Feindbilder zu legitimieren, also wirklich hochaggressiv zu sein. Man kann mit selektivem Blick auf Geschichte eben auch menschenfeindliche Strukturen, die Produktion von Menschenfeindlichkeit, auch Auschwitz, ich spitze es mal so zu, man erlebt das, wenn man mit jungen Rechten spricht, auch Auschwitz positiv erinnern. Was und wie historisch erinnert wird, hat weniger mit Wahrheit, sondern vielmehr mit Macht zu tun.
die aufklärerischen Dimensionen des historischen Erinnerns, auf die wir uns mittlerweile sozusagen vermeintlich verlassen können, wenn wir erinnern hören, die haben im Deutschen, in der bundesrepublikanischen Geschichte, eine kleine nobilitierende Vorgeschichte, weil Erinnern um 1945 und danach hieß Bekennen. Das Erinnern stand in dieser Zeit gegen das Allgemeine, davon haben wir nichts gewusst. Da waren wir nicht dabei, das kannten wir nicht, das ist nicht unsere Geschichte. Erinnern, adressiert an die beteiligten Generationen, hatte tatsächlich diese Bedeutung auch von die Wahrheit sagen. Das steckt aber im historischen Erinnern nicht zwingend automatisch drin. Die aufklärerische, wenn man so will, die wahrhaftige Dimension des historischen Erinnerns sind Folgen politischer und moralischer Rahmung. Auch das hat was mit Macht zu tun, im Guten wie im Schlechten. Sie sind Folgen geschichtswissenschaftlich-forensischer Erschließung von Vergangenheit auf der Basis von methodischer Vernunft. Das ist gestern auch schon angeklungen. Wenn diese Rahmen brechen, dann diffundiert das historische Erinnern auch in etwas ganz anderes. Und das ist, glaube ich, hier auch mit Hijacking gemeint. Da der Nationalsozialismus, und das gehört vielleicht zum Erstaunlichen, dass man sich nicht vorstellen kann, dass man den Nationalsozialismus positiv erinnern kann, in welchen Dimensionen auch immer, da der Nationalsozialismus und seine völkisch-rassistischen Reinheits- und Homogenitätsstrebungen in Gestalt auch von rechtlich gerahmter, aggressiver Aussonderungs- und Inklusionspraktik, denken Sie nur an die Nürnberger Gesetze, ein politisch gewolltes, auch aus der Gesellschaft begrüßtes und mitgetragenes Projekt des Aufbaus angeblich natürlicher, harmonischer, staatlicher, rechtlicher und gesellschaftlicher Ordnung gewesen ist zum Wohle des deutschen Volkes und aller Arier und eben kein Betriebsunfall. Und da man in diesem System unendliche Erfahrungen von Aufstieg, Erfolg, Weiterung machen konnte, also von diesem System profitiert hat, lässt sich natürlich aus dieser Weltsicht heraus oder ihren Epigonen natürlich der Nationalsozialismus positiv erinnern. Und manchmal frage ich mich, man muss es sich vielleicht gedanklich vorstellen, was sehen wir heute in Auschwitz oder in Buchenwald für ein Museum, für eine Gedenkstätte, wenn der Nationalsozialismus an der Macht geblieben wäre. Es wären Orte einer großen völkischen Reinigungsleistung, auf die man stolz gewesen wäre. Wie stolz und will ich wenigstens in einem Punkt auch mit einem Zitat belegen. Ich will erinnern an Werner Best, man könnte auch an Himmlers Posener Rede von 1943 erinnern. Ich erinnere aber an Werner Best, weil er so AfD-nah argumentiert. Werner Best, der nationalsozialistische Reichsverweser in Dänemark, der Stellvertreter von Heiderich, einer jener Generation der Unbedingten, wie Michael Wild sie gesagt hat, der darauf bestanden hat, dass die nationalsozialistische Aussonderung bis in die Ausmordung hinein eine sachlich gebotene, den Lebensgesetzen entsprechende, biopolitisch legitimierte Pflicht und Notwendigkeit gewesen ist, die man mit sachlicher Kompetenz ausführen muss, also eine Arbeit, auf die man stolz sein kann. 32 sagt er, da ist er, der dann 39 stellvertretender Chef des Reichssicherheitsamtes wirkt, wir erkennen nur,
dass bestimmte Völker und Lebewesensarten unser Volk schädigen und in seinem Dasein bedrohen. Und wir setzen uns zur Wehr. Auch im Kampf gegen das Judentum ist unser Ziel die Freiheit von Überfremdung, reinliche Scheidung von Fremdenrecht für die Volksfremden. Welchen absoluten Wert oder Unwert das Judentum vor dem Stuhl eines außermenschlichen Richters haben mag, ist völlig gleichgültig. Der Antisemitismus ist für uns keine Weltanschauung, sondern politische, wirtschaftliche und kulturelle Notwehr. In Konflikten vertreten wir selbstverständlich die Lebensnotwendigkeiten unseres Volkes bis zur Vernichtung des Gegners, aber ohne Hass und die Verachtung, die jede absolut wertende Einstellung dem Gegner entgegenbringt. Stellen Sie sich ein Denkmal vor, dass diesem Mann gebaut worden wäre. Er wäre gelobt für eine transmoralische Leistung, sich sozusagen vom altchristlich-jüdisch geprägten Gewissen in eine Art nationalsozialistische, in ein nationalsozialistisches Pflichtgewissen gebeamt zu haben und dann aus Notwendigkeit sachlich, nicht aus Gier, nicht aus Hass, nicht aus Blutrausch und so weiter, etwas ganz Wichtiges und ihn Belastendes getan zu haben. Himmler fügt dann ja das Belastende bei. Diese Form des positiven Bekenntnisses ist nach 1945 mit derealisiert worden. Und ich will Ihnen das nur in einer ganz kleinen, ambivalenten Geschichte erzählen, die mir, als ich sie 2016 kennenlernte, einfach den Boden unter den Füßen weggezogen hat. 2016 stand die Witwe des zweiten Kindes von Karl Otto Koch, dem ersten Kommandant von Buchenwald, vor meinem Büro mit einem kleinen Koffer und sagte, ich überbringe Ihnen jetzt den Nachlass meines Mannes, Artwin Otto Koch, 1938 in Buchenwald geboren, 1967 hatte sich bei Stuttgart in Ludwigsburg das Leben genommen. Das Berührende und Verstörende an der Geschichte von Artwin Koch ist, dass er, aufgezogen von seinen nationalsozialistisch gläubigen Tanten in einem klandestinen Kinderheim für SS-Kinder, die ihre Väter in der Phase der Reinigung nach 1945 verloren hatten, dass er sich in hoher Ambivalenz zu seiner Herkunft bekannt hat. In all seinen Papieren hat er den Geburtsort Weimar, Buchenwald ist ja eingemeindet worden, nicht streichen lassen, gegen den intensiven Rat seiner ganzen Verwandtschaft. Das heißt, wo immer er sich ausweisen musste, bis in den Führerschein hinein, stand Weimar, Buchenwald. Keine Verleugnung der Herkunft. Das Zweite, es gehörte zu diesem Nachlass ein Familienalbum, das begann mit den Kinderfotos in Buchenwald, die wir zum Teil kannten, und zog sich hin in die Zeit bis zu seinem Selbstmord 67. Das heißt, er hat nicht wie so viele andere dieses Familienalbum zerstört, versteckt, er hat es fortgeführt. Es ist eine Lebenslinie. Und er hat bei seinem Selbstmord 67 einen einzigen Satz hinterlassen, geschrieben auf die gerade eingetroffene Gasrechnung. Er hat sich mit dem Gasherd in der Küche vergast, getötet. Auf diesem Zettel stand nur ein Satz, nämlich: Gas ist immer richtig. Das ist, wenn Sie es ernst nehmen, sozusagen ein sich Bekennen und ein Durchstreichen dieses Bekennens. Es ist ein Bekennen, es ist natürlich familiengeschichtlich gebunden, es ist ein Bekennen zu seinem Vater und zu dieser Herkunft und es ist zugleich ein Durchstreichen von sich selbst als Stammhalter dieses Vaters. Seine
Es gab noch eine Schwester. Eine Schwester war als Kind gestorben. Was aber zum Ende dieser Geschichte gehört, ist, dass sich alle Pfarrer in Ludwigsburg und umzu geweigert haben, Artwin Otto Koch zu bestatten. Das war zu viel, weil er sozusagen nicht ins Beschweigekollektiv der Mehrheitsdeutschen gehörte. Die Rede war dann, das kommt zum Skandal, das gibt Aufruhr, da kommt und so weiter. Bestattet worden ist er dann von einem Outsider, einem lettischen Flüchtlingspfarrer. Ich nehme das sozusagen als kleine Zwischengeschichte, was es mit Bekennen und Durchstreichen, mit Erinnern und Wahrheit zu tun hat. Und dann stelle man sich vor, wie es bei Best ausgesehen hätte. Solche Geschichten verschwinden in der Vorstellung, und die hat natürlich auch ihren realen historischen Kern, dass Verleugnen die Regel ist. Von rechts wird verleugnet. Ich will es nur andeuten, die großen Auseinandersetzungen um Robert Faurisson, aber vor allen Dingen David Irving gegen Lippstadt, das sind so die großen Fanale dafür. Verleugnen, das ist typisch. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und das kann man ja dann auch. Und Verleugnen finden wir natürlich heute auch noch. 2018 in Sachsenhausen etwa bestreiten Gäste der AfD, Bundestagsabgeordneten Alice Weil, dass es hier überhaupt Verbrechen gegeben habe, oder in Buchenwald im Mai 2018 mischt sich ein Rechtsradikaler, sich selbst Volkslehrer nennender Nikolai Wehring, das hat er auch in Dachau und anderswo gemacht, in Führung im Krematorium, schreit antisemitische Parolen, sagt, alles Gezeigte sei die Unwahrheit, filmt die Bestürzung der Besucher, stellt sie ins Netz, verspottet das Tagebuch der Anne Frank als kindliches Fantasieprodukt und so weiter und so weiter. Und sagt dann auch in einem Dachau, das er 2009, in einem Video, das er 2019 in Dachau dreht, ich fühle mich nicht schuldig, geh zu Gedenksteinen, geh zu Lagern und sagt, dass ihr euch nicht schuldig fühlt für ein freies Deutschland und gegen den Schuldkult. Hier hört man schon die Rede von Höcke gegen den Schuldkult. Hier geht sozusagen das Verleugnen, dieses traditionelle Verleugnen, deswegen habe ich den Herling genommen, in etwas über, dass man sagen könne, ist doch scheißegal. Ob es Auschwitz gab oder nicht gab, ist doch scheißegal. Wir lassen uns keinen Schuldkult aufschwatzen, weder durch die Erfindung von Auschwitz noch durch die Wirklichkeit von Auschwitz. Das ist sozusagen unsere Form der Auseinandersetzung und des Erinnerns. Er ist dann allerdings, Gott sei Dank, wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Wenn Sie googeln, Holocaust bekennen, kriegen Sie nicht einen Treffer. Ich habe jedenfalls keinen gekriegt. Zu Holocaust leugnen kriegen Sie unendlich viele. Ich habe dann alles mal so durchprobiert und habe dann auch mal Holocaust bejahen ausprobiert. Dann kriegen Sie einen Treffer. Und das ist der Hinweis auf einen Aufsatz eines Sozialpsychologen von Herrn Platter 2001 im Psychosozial, einer noch adornorianisch, könnte man sagen, sozusagen Sozialpsychoanalyse, Gesellschaftswissenschaft und Psychoanalyse verbindenden, wichtigen Zeitschrift im psychoanalytischen Raum. Der schreibt einen Aufsatz, der umfasst die Zeit 1980 und man könnte es bis heute ziehen, Esoterik als sanfte Bejahung des Holocaust. Und es stimmt. Sozusagen, es stimmt. Es gibt wenig an ostentativer Bejahung. Das gibt es etwa bei Barrow, der sagt, wir bräuchten einen grünen Hitler. Oder das gibt es bei Rainer Langhans, der sagt, Spiritualität in Deutschland heißt Hitler. Und er sagt,
wir müssen das Erbe unserer Eltern übernehmen, wir haben eine Chance, wir müssen dieses Erbe von unseren Eltern übernehmen, nicht im Sinne dieses braven, ausgrenzenden Antifaschismus, sondern im Sinne einer Weiterentwicklung dessen, was da von Hitler versucht worden ist. Wir müssen sozusagen die besseren Faschisten werden. Was damit gemeint ist, ist das esoterische Denken einer sozusagen kosmisch, natürlich, hierarchisch geordneten Welt, die in ihrem Sein, wie sie ist, gut ist, in der alles, was geschieht, gut ist. Sei es infolge des Resonanzprinzips, man kriegt das, was man verdient, für Sünden im Vorleben oder sonst wo, oder sei es in einem organismischen Verständnis, wo man sozusagen die Weisheit haben muss, das zu begreifen. Das schließt natürlich eine Apologie von Auschwitz mit ein. Und das macht es, hat es mir jedenfalls noch mal verständlicher gemacht, was da unter Corona-Leugnern auch passiert ist. Es gibt hier diese wirklich sehr, sehr lange Linie. Das Bekennen ist in den Gedenkstätten eigentlich sehr offen wahrnehmbar. Eigentlich seit den frühen 90er Jahren hat man Bekennen und Verleugnen fast nebeneinander. Es ist kein Zufall, dass Mitte der 90er Jahre der nationalsozialistische Untergrund, als er sozusagen aus den kleinen Akten der Gewalt in Jena, wo es vorher herstammt, in den Untergrund gegangen ist, zuvor die Gedenkstätte Buchenwald besucht hat und er hat sich dort eingetragen. Wir haben das damals angezeigt, man wusste noch nicht, es ließ sich nicht aufklären, aber sie haben eine Spur hinterlassen und das kann man ja nur verstehen als Besetzung Buchenwalds, das KZ in der Nachbarschaft, als etwas, das man als positives Denkmal wahrnimmt. Ich will Ihnen nur ein paar Auszüge aus Besucherbüchern geben. Da steht eben nicht mehr immer nur, der Sieger schreibt die Geschichte, es gab niemals ein Verbrechen, sondern da steht eben auch, mir hat es hier gefallen, meine Ära heißt Treue, schönes Deutschland. Oder schade finde ich, dass es überhaupt Leute überlebt haben. Schön wäre es als Rune natürlich, wie alle es, wenn die KZs noch funktionstüchtig wären, 88-8, also Heil Hitler und so weiter. Oder auch, it was not so bad, it was necessary. Und da ist man schon wieder bei best und dieser Art des Denkens, des völkisch-ethno-exkludierenden, inkludierenden Denkens. Oder auch ganz einfach, Arbeit macht frei. Zu diesem Bekennen, das ist dieses verbale Bekennen, gibt es natürlich unendlich viele Formen des symbolischen Bekennens. Das sind die Hitlergrüße am oder in Krematoriumsöfen, das sind die Hitlergrüße im Mordkeller in Buchenwald und so weiter. Davon gibt es sehr viel. Aber in diesen Kontext gehört auch das Bekennen durch Tat und dafür steht der gesamte Rechtsterrorismus. Das Bekennen durch Tat, diese Linie, die sich spätestens seit Rostock und Mölln, also nach der Wende 92, wahrnehmbar durch die Geschichte der Bundesrepublik zieht, in der aufgegipfelten Form in Gestalt des nationalsozialistischen Untergrunds, die aber auch schon eine recht lange Vorgeschichte in der Bundesrepublik bis in die 60er Jahre hat. Man muss nur an das Münchner Attentat denken und vorher ist auch schon etwas passiert. Dieses bekennende Gewalthandeln ist tatsächlich Bekennen. Und da es natürlich gut vorbereitet, weltanschaulich unterlegt, gezielt und nicht mit großer Planung systematisch, wenn man jetzt sagt, im Kleinen sträuben sich einem eigentlich schon die Haare. Aber da liegt die Verbindung und der Faden zieht sich bis in die Radikalisierung der Mitte, ohne die das auch nicht möglich wäre, die ja 94 schon von Heidmeier angesprochen wird und vielen anderen. Ich muss das, glaube ich, jetzt stark kürzen.
Ich will aber doch noch auf etwas, das man tatsächlich dann auch Kaperung des erinnerungskulturellen Paradigmas durch die AfD nennen kann, hinaus. Das scheint es wenig wahrgenommen worden. Das passiert am 5. April 2019. Und hier geht es mir, ja darum, wie kann man gegen so etwas tun, jenseits eines naiven Erinnerungsbegriffs, jenseits dieses idealisierten Erinnerungsbegriffes, dieses Zauberwortes. Was dort passiert, an diesem Tag hält Mark Jongen, der Habilitant von Sloterdijk, eine Rede im Bundestag, die kaum wahrgenommen worden ist. Der Bundestag debattiert an dem Tag ein neues Förderprogramm, Jugend erinnert. Das war damals mit, 2,5 Millionen Euro ausgelegt. Das läuft heute noch. Und es war darauf ausgerichtet, Akteuren, Aktivisten in kleinen, nicht staatlich geförderten NS-Gedenkstätten unter die Arme zu greifen. Mark Jongen wendet sich genau gegen diese Förderung. Und das Wichtige und Interessante ist seine Argumentation. Er hat nämlich die Bücher von Aleida Assmann und den Cultural Turn in der Geschichtswissenschaft natürlich mitgekriegt. Was er macht, ist hier mit Macht, historisches Erinnern, eher Macht als Wahrheit, Geschichte gegen Gedächtnis zu setzen. Er sagt, Geschichte ist völlig klar, muss wissenschaftlich erforscht werden, da geht es um Wahrheit, da sitzen die Universitäten und die Fachleute. Das kann man ja so machen. Aber was da gemacht wird, hat nicht ein automatisches Recht, zu Gedächtnis zu werden, zu historischem Erinnern zu werden. Es ist Aufgabe des Staates, auszuwählen, was aus der Geschichte in das historische Erinnern überführt wird. Und seine Argumentation ist die, in das historische Erinnern überführt werden kann nur, was dem Ziel gegenwärtiger Erinnerungskultur, nämlich die Deutschen an sich selbst durch ihre sozusagen Verbrechensgeschichte zu schwächen und sozusagen so zu schwächen, dass die Umvolkung leicht vonstatten geht, die ja auch von identitärer Seite immer behauptet worden ist, dass sie sich sozusagen stolz nicht mehr wehren können, gleichsam abgeschafft zu werden durch Umvolkung, dass alles, was sozusagen diesem Ziel, was dieses Ziel stützt, gehört nicht ins Gedächtnis. Und damit ist man eigentlich im Jenseits von Verleugnen und Nichtverleugnen, sondern es wird etwas sortiert. Und zwar mit großer Macht und großem Nachdruck. Man muss sich diese Geschichtspolitik, die dort entstehen würde, nur einfach mal vorstellen. Auschwitz verschwindet hier nicht mehr. Auschwitz wird auch nicht abgestritten, sondern es wird gewissermaßen in einen Container der Geschichte, heißt, eingekapselt. Und aus diesem großen kleinen Container wird es nie mehr herausgelassen. Erinnert wird dann etwas ganz anderes. Das ist die Kaperung des Erinnerungsparadigmas und ein naiver, nobilitierter Erinnerungsbegriff, der sozusagen die Ebenen des lebensgeschichtlichen Erinnerns, des historischen Erinnerns in der Gesellschaft und der kritischen Arbeit an Geschichte ständig vermischt. Und der sozusagen zwischen Sakralisierung, psychoanalytischer Aufladung und dieser aus der Frühzeit des Erinnerer dich persönlich erinnern als Geständnis, wer sozusagen dieses Amalgam wird sich gegen diese Praxis der Kaperung des Paradigmas der Erinnerungskultur nicht durchsetzen können. Und deswegen nur noch drei Sätze, was man dagegen setzen könnte.
Das eine ist natürlich, Erinnerung als Zauberwort in dieser Form zu dekonstruieren. Ich sehe überhaupt gar keine andere Möglichkeit. Und das, was in dieses Wort eingewandert ist, deutlich zu machen und jedem seinen Platz dort, wo es auf Wahrheit zielen könnte, zu geben, sowohl auf der Ebene der lebensgeschichtlichen Erinnerung wie der gesellschaftlichen Erinnerung. Aber am Ende wird es um historisches Begreifen gehen und nicht um Erinnern. Historisches Begreifen, das meint, sich tatsächlich ins Bewusstsein zu heben, wie Menschenfeindlichkeit und die nationalsozialistischen Verbrechen sind eine aufgegipfelte Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, politisch und gesellschaftlich produziert wird, wie Rassismus politisch und gesellschaftlich produziert wird, welche soziale Ordnung, welche Rechtsordnung, welche Formen der Bildung und so weiter spielen hier eine Rolle. Es sind nicht einfach die Menschen. Es ist kein anthropologisches Problem. Es geht in diesem Sinne um das Ernstnehmen der Erfahrung der Verfolgten als Counter-Memory, als Zeugnis, als forensisches Zeugnis. Je früher die Zeugnisse gegeben worden sind, so interessanter eigentlich, so weniger typisiert sind sie. Und es geht in diesem Sinne schon gar nicht um gedankenlose Identifikation mit irgendwem oder historisch entkerntes Mitleid. Es ginge dann darum, an Geschichte, die nicht hätte geschehen dürfen, begreifbar machen, was man heute politisch, gesellschaftlich, juristisch, sozial besser nicht tut, damit Gesellschaften nicht in organisierte Gegenmenschlichkeit umkippen. Das kann man an negativer Geschichte lernen, mit der man sich nicht identifizieren kann. Was man nicht tut, kann man begreifbar machen. Diese Art begreifender Geschichtsaneignung, diese Art sozusagen eines produktiven Umgangs mit den Kapiteln von Verbrechenserfahrung in der je eigenen Geschichte, ist universalisierbar. Ich sehe Universalisierbarkeit eher auf dieser Ebene. Das heißt, von Buchenwald aus war es mir immer wichtig, eher mit Museen der Kollaboration in Frankreich oder der Sklaverei in Liverpool oder anderswo, wo Gruppen, Gesellschaften oder Nationen dabei sind, auch ihre Geschichte, die nicht hätte geschehen dürfen, zu bearbeiten. Da gibt es große strukturelle Ähnlichkeiten. Da kann man viel voneinander lernen, da kann man und muss man auch vergleichen. Diese Art der Geschichtsbearbeitung ist universalisierbar, sie ist zivilisierend, sie tut weh, sie humanisiert und nicht etwa die Globalisierung von Holocaust Education. Ich war 2011 in der deutschen Delegation bei der Holocaust-Konferenz in Stockholm und ich war auf der einen Seite sehr froh, dass es dieses große Auditorium gegeben hat. Und ich habe viele Kollegen verstanden, die der Meinung waren, hier ist etwas Großartiges passiert. Endlich haben wir weltweit Rückenwind. Aber man merkte auch, da lag etwas ganz anderes in der Luft, nämlich viele leere Lippenbekenntnisse, vor allen Dingen aber auch eine absehbare Hegemonialisierung, eine Art Kolonialisierung der Leid- und Gewalterfahrungen der anderen und der Leid- und Gewalterfahrungen, Geschichten, die zu diesen Leiterfahrungen geführt haben. Man kann am Holocaust und an den NS-Verbrechen unglaublich viel lernen. Es ist die aufgegipfelste Geschichte der Möglichkeit der Zerschlagung der Grundsolidarität mit dem Menschen als Menschen, ohne Rücksicht auf eigene utilitaristische Interessen und selbst ohne Bremsung durch das Interesse an Selbsterhaltung. Beides ist im Nationalsozialismus außer Kraft gesetzt worden in Auschwitz. Das, finde ich, ist immer noch das Besondere dieses Verbrechens. Aber die Produktion von Ungleichwertigkeit hat auf dieser Welt sehr, sehr viele Geschichten. Und wenn diese Geschichten sich nicht aussprechen dürfen oder sich nur in einer Geschichte wiedererkennen sollen, dann ist das hegemonial. Und das Zweite, was diese Art der Globalisierung konterkariert, ist natürlich die Erfahrung der Bigotterie. Auschwitz erinnern,
und es im eigenen Handeln nicht ernst nehmen. Das kennen Sie alle. Das Gleiche gilt für Menschenrechtsdiskurse. Das war's.